Thriller will eins aufs Maul. Das geben wir doch gerne. Indem wir sie, naja, ordentlich aufs Maul geben und sie verprügeln. Quick Technique. Die Haut zumindest. Vergiss, was ich gesagt habe. Alter, haut die rein. Alter, WTF. Okay, die haut doch ganz schön stark rein. Also, bitte sehr. That won't change anything. So. Okay, die ist sehr flink in dieser Phase, in dieser Stufe. Sag mal. Sag mal, was mache ich denn jetzt gerade hier? Ja. Klappe halt. Das hier nur, wenn dieses scheiß Video eine Stunde dauert. You can't win. Ich war doch schon weg. So. Ein Drittel ungefähr weg. Okay. Ja, die kann man halt auch nicht dingsen. Trilla, I saw what you've been through. You've experienced great suffering. It's not too late to let it go. Let go? I'm stronger now because of the pain. I knew you'd come back for this. No, thank you. Oh, you'll sag. Never make it out of this place alive. Da hab ich auch so das Gefühl. Ach, Mann, ey. Da mache ich die Cutscene, ne? Habe ich die Katzen gehört, dann sterbe ich an der gleichen Attacke, wie ich immer gestorben bin. Es ist doch nervtötend. Ah.
You can't win. Reel in agony. Now. Es reicht. Merke ich auch. Buddy, help! Aua! Ja, Mann, verpiss dich. Okay. Mann, da war ja was. This is the end, Thunderbolts. You can't win. Hit me! That won't change anything. You can't escape! Okay. That won't change anything. Ja, Lichtdingsgranate. Such poor aim. Na komm! Yeah.
Ja. Aua. Jetzt habe ich gerade Fokus verloren. Ja, aua, reicht. Drill, lass du. Ja, ja, ich weiß. Stay still. Up here. Nina says. Ja. Cal. I have the Holocron. I need to do this. It's over, Trilla. Nothing is ever truly over. This fight is over. I know the darkness that is eating you up inside, and every day we choose to either feed it or fight it. It's too late, sir. No, it's not. I know the choices that I made took all your choices away, and I have failed you, Trilla. I failed you. I am so very sorry. I've carried so much hate for you. Nee. Was? Ach du Scheiß. That doesn't look good. You would be wise to surrender. Yeah. Probably. Pause. 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 Es ist Darth Vader. Das ist fucking Darth Vader. Also mir kann niemand erzählen, dass wir hier lebend rauskommen. Was aber wahrscheinlich der Fall sein wird, weil sonst wird es keinen zweiten Teil geben. Also müssen wir irgendwie rauskommen. Aber besiegen! Überleben! Wahrscheinlich, vielleicht, irgendwie durch ein Wunder. Besiegen! Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Ich renne aber gleich weg, ganz ehrlich. Das ist Darth Vader, Alter. Der hat mit der Hand gewischt einmal. Als würde er eine Fliege verscheuchen. Und das Tier war weg. Wow. Naja. Also, ne, ciao. Nee, lass mich los. Give up. Nein. Verpiss dich. Was? Ja, hat viel gebracht, ne? Oh, scheiße. We gotta run. Au. Look out. Lauf doch mal, Kell.
Lauf! Turbo Lift, let's go! Lauf, Kerl, lauf! Ja. Wo ist der? Scheiße. Get out of here. Alter. Da steht er. Come on. Gib Gas los. Stay back. Oh. Was? Ich bin rausgebackt. Ich bin rausgebackt. Ey, du willst mich wohl verarschen, oder? Ich bin rausgebackt. Mann! Okay, lauf! Lauf! Lauf, 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 lauf. Lauf! Ja. Oh, okay. Aber in Sicherheit sind wir wahrscheinlich noch nicht. Wahrscheinlich sind wir noch nicht in Sicherheit. Das habe ich so irgendwie im Gefühl. I think we lost him. I'll make it. Seer. I won't fail you. Warte mal, haben wir einen Tag über Darth Vader? Imperium. Nein, warte mal. Aufgabenbracher, Sefu Kashyyyk. Charaktere. In der Cordova, der Wanderer, andere Charaktere. Bild ernst, Grüß. Nee, hä? Haben wir nichts anderes sonst? Warte mal. Die Gestornfestung. Das ist das. Kid, you read me? They're not responding. They will. I am certain of it. Breeze, I'm here. Heading towards the surface. Be ready. I have the holocron. See her. She didn't make it, Breeze. See her? Just get out of there, Cal. Keep moving, Cal. I'm sorry. Okay. Okay. Boah, ich muss gerade Musik genießen. Okay. Da! Ah, falscher Knopf. Ah. Ah, BD, komm. Ja, kriegst du dann. Surrender the holocron. I'll never give it to you. We shall see. Oh, sleep! I won't let you take those children. Such hatred. You would have made an excellent Inquisitor. She's stronger than that. No! No! Yes. Strong with the dark side. Seer. I can feel it inside of her. Seer! Seer! Hey, listen to me! You still have a choice.
Hey, kid. Cal. Cal! See her. She's all right. She's all right. You too. You did it. We did it. We did it. Careful. Where are they? Well, they're out there. Whoa, hold on. Wait a minute. Sorry. That was you in the water, wasn't it? I'm glad you're okay. This one wouldn't leave your side. Thank you. Hey. Hey. So now what? Well, Captain, this is the end of my charter. Your contract has been fulfilled. Thank you, Grease. Well, if it's all the same to you, I was thinking that maybe I would stick around here and take you wherever you gotta go. Besides, that kid kinda looks up to me. What about that? We use it to rebuild the Jedi Order. The next generation of Jedi. The Empire will be after them. Just like they're after us. The lives of every child on that list will be forever changed. Not by us. Their destiny should be trusted to the Force. So where to now? Erfolg freigeschaltet, vertraue nur der Macht. Ja, Leute, und damit haben wir Jedi Fallen Order abgeschlossen, wie ich finde, eines der besten Star Wars Spiele, die zum Kanon gehören. Sehr, 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 sehr gutes Spiel, finde ich. Ich finde, gut, ich habe jetzt nicht alle Machtfähigkeiten freigeschaltet, aber als Verbesserungsvorschlag definitiv, nämlich für den zweiten Teil, ich weiß nicht, was jetzt die da schon so machen oder was angekündigt wurde schon, es sollen sehr viel mehr Machtkräfte geben, hoffe ich zumindest. Und was ich mir wünschen würde, so eine Art, ja, so eine Art Rollenspiel-Element quasi. Man hat diese ganzen Accessoires fürs Lichtschwert gefunden, man hat diese ganzen Dinger hier gefunden, diese ganzen, oh, der ist hier mit Harrison Deutsch. Okay. Diese ganzen verschiedenen Anzugsachen, dass die vielleicht auch so ein paar Effekte geben, beispielsweise weniger Nahkampfschaden, etc., sowas in der Art. Aber ansonsten, grandioses Spiel, muss ich sagen. Ich fand auch, das war sehr, sehr gut gemacht, von wegen, die Story war sehr mitreißend, wirklich. Also es war ja wirklich, das waren ja Charaktere, die man so noch gar nicht kannte. Abgesehen hat fucking Darth Vader am Ende. Also ich habe nicht gedacht, also klar, wir mussten da rauskommen. Wenn ich das Spiel gespielt hätte, als der zweite Teil nicht angekündigt war, hätte ich auch gedacht, wir sterben jetzt. Aber da ein zweiter Teil angekündigt wurde, mussten wir irgendwie da überleben. Also von daher, aber ich finde, sehr, sehr gutes Spiel. Ich weiß nicht, kommt jetzt noch was? Kann man es überspringen? Ja, kann man. So. Mal gucken, wenn ich jetzt auf Starten klicke. Du hast, also quasi, wenn ich es Englisch sagen würde, New Game Plus. Nun, du das Spiel abgeschlossen hast, ist das Mediationstraining verfügbar. Probiere, was? Nee, Neue Reise Plus, das will ich jetzt nicht machen. Ich will mal fortfahren gucken, was es da so gibt. Weil es gibt jetzt nämlich so eine Art,
ja, Herausforderung, nenne ich es mal. Das heißt, im Grunde genommen könnte ich jetzt sagen, warte mal. Genau, Reise abgeschlossen. Du bist erneut vor der Festung. Sie ist nicht noch einmal spielbar, aber du kannst weiter erkunden. Okay, das ist verständlich. Zusätzliche Schwertteile sind jetzt verfügbar. Okay, gut. Nee, was ich eigentlich machen wollte, wäre das hier. Genau, Meditationstraining freigeschaltet. Was kann ich jetzt nämlich hier machen? Meditationstraining. Das heißt, ich kann sagen, Kampfherausforderung oder Kampfraster. Ich guck mal Kampfraster rein. Im Grunde genommen kann ich mir jetzt quasi mein eigenes Arcade-Game quasi bauen. Das heißt, ich baue mir quasi, ich setze mir Einheiten, weil es mal geladen hat, genau hier. Kampfraster. Meditationsarena. So, ich könnte jetzt sagen, hier Inquisitor Kell, Jared Tapal, dunkle Version, Terran Malikos, zweite Schwester, lalala. Ich könnte sagen, ich klatsche mir hier Sturmtruppen. Alles volle Sturmtruppen. Na, hab ich nicht. Scheiße. Warte mal. Platzieren, so. Und dann kann ich jetzt quasi, zack. Und quasi, kann ich schön hier kämpfen. Also quasi, da kann man sich quasi selber so eine Art Challenge stellen. So. Genau. Und da könnte ich jetzt quasi sagen, ihr könntet mir quasi, na, das wollte ich nicht. Im Grunde genommen könnt ihr mir quasi, dann Challenges stellen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr das wollt. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen auch, beziehungsweise, wenn ihr wollt, dass ich noch diese, hier sind sie quasi, wartet, diese Kampfherausforderungen, weil sie nämlich auch nochmal interessant, die, keine Ahnung, was die machen, wahrscheinlich irgendwie so, na, komm, lad schneller, okay. Also wahrscheinlich, so wie ich es verstehe, habe ich dann hier die ganzen, ja, fünf Wellen, genau, das ist so ein Modus quasi, wo ich dann so gegen Wellen kämpfe und dann, ja, keine Ahnung, was passiert. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch das sehen wollt. Und dann, Leute, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen, für dieses Projekt, dass ihr bei diesem Projekt dabei wart. Und ja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Teil, wenn Star Wars Jedi Fallen Order 2 irgendwann rauskommt. Bis dahin, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ciao, Leute.